Ja, da bleibe ich. Da werde ich mein Lagerplatzl aufschlagen. Jo, servus die Malen und grüß euch die Buben. Wie seht ihr, habe ich in der Zwischenzeit schon mal alles aufgebaut. Haben wir es einmal wieder gemütlich gemacht, habe meinen Tab aufgespannt. Wir haben heute 8 Grad, also es ist frisch. Vertragt mein Westerl. Und ja, wie ihr an den Eingangsbildern gesehen habt, bekannte Gegend. Dschungel wieder, haben wir ein schönes Platzl rausgesucht. Da ist wieder mal schön idyllisch. Muss ihn ausnutzen, bevor der Herbst anfängt, richtig. Ein paar Blauen werden eh schon gelb. Ja, und eine Kleinigkeit gibt es natürlich auch zum Essen. Wir haben heute Depretzinger mitgebracht. Die werden wir sich reinhauen. Da habe ich mein altes Stanley-Set mit. Da passen die Würsteln auch schön rein. Und auch mein FS 90 bis 100. Der passt da super drauf. Da werden wir sie das machen. Ich habe gesagt, ich habe da noch ein Stückchen Brot habe ich noch dabei. Und dann Senf habe ich mit. So, dann werden wir sie da mal die Depretzinger aufschneiden. Ja, jetzt warten wir mal ab, bis das kocht und dann haben wir es rein. Dann werden wir gar Papi machen. Ich glaube, das Wasser wird schon. Dann haben wir die Würsteln rein. Für das ist ja das Stanley Set optimal. Sie haben heute Regen angesagt, etwas. Ich glaube es zwar nicht, weil es schaut ab und zu die Sonne durch, aber was weiß man, daher habe ich mir heute das Tab sicher jetzt aber mal wieder aufgespannt. Aber so, ich habe mir mein Feuer auch mitgenommen, weil wenn man länger sitzt, ist es doch viel angenehmer. Jetzt dusche ich langsam frisch, also spürt man doch. Ja, meine Würsteln sind auch gleich. Und dann mal eins einverleiben. Ja, da lassen wir ein bisschen drauf. Schauen wir mal. Mahlzeit. Sind okay. Essen wir so, wie es gehört. Ja, richtig. Sorry, jetzt richtig finster geworden. Ja. Ich hoffe, das bestätigt sich nicht da mit Regen. Naja. Stört mich nicht. Ist halt so. Ja, aber ich erspare jetzt das Fußschmerzen. Ich werde das in Ruhe schnell essen. Oder gemütlich wieder. Und dann machen wir es ja feil, da hänge ich dann wieder dazu. Bis später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, na dann. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Hat in letzter Zeit da ordentlich geregnet, das ist ja wirklich wieder mal alles waschelnass. Aber mit den Fichtenzapfen, Kiefernzapfen, wird das schon was werden. Raucht so ein bisschen, aber ja, wird schon. Zwischenzeit einmal einen Kaffee machen. Ja, lodert schon schön. Auch kein Rauch mehr, super. Mein Lieber, wenn es nicht raucht. Schauen wir mal, ein paar größere drauflegen.
ob das noch was wird oder nicht. Wie gesagt, da ist alles feucht. Schauen wir halt. Jetzt habe ich ein bisschen rauchen, aber okay. Ja, mein Pferd hat sich auch wieder da vorne. Da zeige ich euch dann noch was mit dem Deckel. Einen kleinen Trick. Ich hoffe, ich vergesse nicht drauf. Aber gut, mein Kaffee muss ich ziehen. Ich werde euch das gleich sagen. Hole euch ein bisschen näher und dann sage ich euch was. Ihr alle kennt sicher diese Deckeln. Das sind die, wo da dieser Halter da oben errast, dass man quasi den Ski nehmen kann. Und was passiert normalerweise, wenn man den da aufsteht und sagt man, wenn man einrast, man greift es ein bisschen an, das rutscht raus und das fällt um. Und immer wenn man es braucht, wenn es heiß ist, liegt es da. So, was habe ich jetzt gemacht? Habe das aufgestellt und habe da hinten auf die offene Kanten ganz zart mit dem Hammer mal drauf gehabt. Das heißt, so lang bis, hört einmal, das rast jetzt richtig ein. Und jetzt fällt der auch nicht mehr um. Wurscht, was ich damit mache. Ich will umlegen, einfach in die Hände drücken und er fällt um. Ich will, dass er stehen bleibt. Hintere drücken und er halt, fällt nicht mehr um. Ja, man denkt, so ein kleiner Quick-Tipp zwischendurch reinstraht, kann nicht schaden. He? Es ist sicher besser und wenn man transportieren will, klack und er ist fertig. Ja, Nachling tue ich jetzt nichts mehr, das lasse ich jetzt schon langsam runterbrennen. Brennt sicher eine halbe Stunde, bis das aus ist. Jetzt genehmige ich mal mein Kaffee, würde ich sagen. Jetzt wisst ihr es eh schon auswendig, mein erster Gruß gilt wie immer meinen kranken Saison. Werd's mir gesund und der zweite Gruß an alle anderen. Werd's mir nicht krank. Prost! Ja, auf alle Fälle genieße ich den Tag einmal wieder. Eigentlich wie alle, wenn ich draußen bin. Kennt ihr eigentlich keinen, wo ich nicht genossen habe. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gar nichts im Augenblick. Das gefällt mir natürlich. Wir haben 10 Grad, dürfte ein bisschen wärmer geworden sein. Es ist im Augenblick fast 14 Uhr. Also von daher dürfte man am Höchststand von den Temperaturen sein. Und wenn man nicht gerade einmal einen Flieger hört, der was in der Nähe ist, der wirklich mäuschenstill. Das Lodern vom Feuer. Ab und zu ein Vogel, was kreischt, zwitschert. So, werden wir das Ganze auslernen. Da haben wir schon ein bisschen ein Lochel gemacht. So, und auf die Seiten. Auf in den Wurst Wasser. So, und da haben wir auch noch ein bisschen was. Das geht sich schon aus. Ein bisschen was heben wir noch auf. Machen wir wieder zu. Dann eh schon langsam gemütlich zusammenpacken und schön gemütlich wieder heimgehen.
Ja, beim Sitzen, wenn kein Feuer da ist, wird es kühl. Ja, Freunde, ich fange schon mal zum Zusammenhauen ein bisschen. Und werde mich dann schön langsam heim verzupfen. Wetter hat zum Glück schön durchgehalten. Optimal. Und von daher war es wieder mehr schönes Tagerl. Ja, ich baue jetzt an und dann schauen wir weiter. So, wir haben wieder alles zusammengerannt. Nichts ist da. Und dann wird noch ein bisschen gewuselt. Ja, Freunde, das war's von der Tour. Bin gleich beim Auto, schau dann ein bisschen um. Gleich haben sie einen Insel, viel Wasser gibt's da nicht mehr. Ja, ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sag Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.